Moin, moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Wir spielen das Ganze auf der Switch und sind zum Tauren-Dämonen beim letzten Mal gekommen und leider bin ich da gestorben. Aber sowas von gestorben, weil ich auch nicht damit gerechnet habe, dass so ein Viech da auftaucht. Und ja, bin tot, ne? Nein. Nein! Gibt's doch gar nicht. Was macht er denn da? Also. So. Das reicht's auch, ne? So, Pfeilheini kriegt auch einen ab. Okay. Mal runter. Noch einer. Das ist, wenn man die Zielfunktion nicht anmacht, ist man so ein bisschen gearscht. So, wir sind beim letzten Mal gestorben beim Tauchen. Dämonen und zu Recht. Wir sind einfach reingerannt. Das war sehr dumm von uns. Aber naja, so ist es. Kann ich ändern? Ich mal kurz weg hier. Sind ein paar Gegner. Komm. So. Ich trinke mal lieber was. Bin mir nicht so sicher, ob ich das mal so schaffe dann. Leider kriege ich an diesem Feuer nur noch 5 Accounts. Ehrlich ist. Schlimm. So. Ich konnte meine ganzen. Wie heißt das? Die ganzen Seelen habe ich leider verloren beim Tauchen. Das ist ärgerlich. Was soll man machen? So, die kennen wir noch alle schon. Auf jeden Fall ist es so, dass wir uns jetzt versuchen ranzuschleichen. hinzuarbeiten und versuchen ihn zu killen. Mit Basig. Alter. So. Brandbomben. Kurz was? Mehr als 3 darf ich auf jeden nicht verlieren. Ich glaube, ich weiß nicht, wie. Ich will mir den Tauchen erstmal angucken. Das heißt, es wird nicht sicher sein, dass wir ihn gleich besiegen können. Denn das wird ja schon ein bisschen schwierig. So, gestorben. Oben sitzen ja auch noch die Brandbombenbeschleuniger. Die müssen wir auch nochmal killen. Bemerken. Huch. Oh, hat er schon. Nein. Mann. Oh. So ein Arsch. Scheiße, da. Müssen wir speilen, das wirft uns die Brandbombe auf den Kopf. Wir haben natürlich sehr viel Leben verloren. Ich trinke mal schnell was hier. Ah, das war ja recht ärgerlich gerade. Aber, wie gesagt, wir können auch mit einem Flakon da ankommen. Das macht nichts. Denn wir müssen den Tauren einmal angucken und rausfinden, was das Beste für uns wäre. So, was hast du davon? Keiner. So, wir gehen mal hier mal runter. Okay, so hier oben Turm ist auf jeden Fall ein so ein Typ mit Pfeilen, den holen wir uns auch nochmal. So. Getötet. Und ja, jetzt kommen hier nochmal 3. Ihr könnt mal sehen, hier bin ich das letzte Mal gestorben. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Nächste kommen. Hätte ich Helder getroffen. Habe ich anscheinend nicht. Okay, das ist auch tot. Das ist der eine da. Mit den Speeren, die finde ich so ein bisschen nervig. Denn wenn die einmal zustechen, dann haben sie dann einmal fast. Ach, gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Okay. Nehmen wir mal unsere Energie mit hier, die wir aufgesammelt haben. Unsere Energie, sage ich schon, unsere Seelen. Kriegen wir was? Dann geht's gleich zum Tauren. Ich bin gespannt. So, hier oben ist auch noch einer, der uns angreifen will gerne. Voller. So. Hier runter ist auch noch ein Ritter, den habe ich jetzt aber nicht angegriffen, denn der ist recht stark. Kann uns aber egal sein.
Und jetzt haben wir eigentlich alles. So, gehen wir mal hoch. Gucken uns den Tauchen an, was der so kann. Ist irgendwas in diesen Kisten mal drin zwischendurch? Also ich habe oben... habe ich eine Kiste zerstört und da flupste mir so ein Käfer raus. Konnte man platt machen mit so einem Diamanten auf dem Rücken. Da habe ich was eingesammelt. Aber wenn man das Glück nochmal hat, dass sowas kommt, weiß ich nicht. Sollen wir testen? Ne, hier war der drin. Dann sehe ich nicht. Okay, sind wir bereit für den Tauren? Ich glaube, wir sind bereit. Gehen wir mal rein. So, wie wir wissen, kommt er, sobald wir die halbe Brücke überbrückt haben. Hier oben sind aber Leute mit Pfeilen, die müssen wir als erstes mal killen. Recht schnell sein gleich. Okay. Wollen wir lassen irgendwas liegen? Ne, schade leider nicht. So, jetzt müssen wir uns einmal ausrüsten. Ich will mal gucken, was ich hier noch an Sachen habe, die wir vielleicht benutzen können. Hier zum Beispiel haben wir die Messer. Ja, okay, sind nicht schlecht. Ich brauche eine Brandbombe, die nehmen wir auch mal mit. Noch irgendwelche andere Sachen? Vielleicht sollen wir das Golderz auf unsere Waffe packen. War ja auch ziemlich... Gut. Also gehen wir mal runter. Die Frage, kommt er auch hier rauf? Also wird er auch hier raufkommen? Ich weiß es gar nicht. Sonst könnte man ja von da oben ihn vielleicht mit Wurfpfeilen besiegen. Ach, ich guck mal. Wir gehen mal. Also, er taucht auf jeden Fall. Irgendwann springt er da über diesen Ding da rüber. So, laufen wir mal. Ob wir hier hoch können. Oh, ich glaube, da kommt hier hoch. Scheiße, kommt er hier hoch? Kommt. Nee, aber guckt hier hoch. Okay, aber vielleicht können wir ihn auf den Dötz springen. Aber dann nehmen wir dieses Goldharz mal. Ach Quatsch, da kommt hier hoch. Das ist ja krass. Ich hätte ihn gleich auf den Kopf springen sollen. Oh. Okay. Aber da kommt hier irgendwann hoch. Das ist ja scheiße. Okay, aber er steht länger unten. Das heißt, wir können ihn genauso wie beim ersten Boss, können wir ihn auf den Kopf springen. Das versuchen wir gleich mal. Hoffe, es stört euch nicht, dass wir nochmal den ganzen Weg laufen müssen. Aber das sollte ja funktionieren. Das wäre ziemlich cool. Ich versuche jetzt mal, nicht mal die ganzen Flakons loszuwerden. Ich sammle jetzt nicht alles wieder ein, das nervt auch ein bisschen. So, wir laufen jetzt mal hier hin. Wir laufen zurück. Verstehe ich, warum die nicht von diesem Feuer angegriffen werden, richtig? Aber naja. Oh. So, beide erwischt. Jetzt muss ich doch wieder was trinken. Okay, los. Holen wir uns den Typen da drin. Ist nur sehr alleine. Hey, wieso? Noch extra. Backen. Ich bin noch extra zur Seite gesprungen. Wir dürfen keine unangenehmen Besucher haben, deswegen müssen wir den hier drin auch killen. Okay. Ah. Sehr ärgerlich. Der erste? Oh, schon zweiter, okay. Ja. Eine Treppe bekommen? Aber oh, kann auch hier kriegen. So. Fällt dir das? Hier gehen wir hoch und killen nochmal die Brandbomben, Leute. Muss man vielleicht auch gar nicht, aber ich bin sicherer, wenn ich die nicht mehr in der Nähe weiß.
Mann. Mich immer erwischen mit ihrem Scheiß. Arm da. Na gut. So. Eigentlich ist es gar nicht so weit zu dem Tauren, muss man sagen. Nicht die ganzen Gegner immer werden, ne? So, wir müssen den Pfeilhain hier oben erstmal killen. So. So schnell. Haben wir noch zwei Stück übrig? Ah, oh, das kriegen wir bestimmt nicht hin. Aber ich muss mir ja irgendwas überlegen mit dem Tauren. Deswegen werden wir es nochmal. Ach, Mann. Im Ernst. Ich habe an den gedacht. Kann ich einfach mal Flux hoch? Gut. So. Spannend. Bin ich ja mal gespannt. So. Erstmal die Pfeilhaini umbringen da oben. Schnellsandler. Okay, also hier sind auf jeden Fall unsere Sachen, das ist schon mal gut. Und wir können was trinken. Besser? Nochmal runter. Warte. Ich glaube, ich packe das Goldharz schon mal bei uns drauf, auf die Waffe. Kann ich nicht. So nicht. Darf ich nicht benutzen jetzt hier? Ja, scheiße. Na gut. Und da denn nicht? Behindert. Na gut, wir probieren es nochmal. Laufen. Ist hoch. Jetzt springen wir ihn gleich auf den Kopf. Gucken, ob es klappt. Müsste auf jeden Fall, wenn es beim ersten Gegner so war, dann müsste er recht, relativ viel Energie verlieren, oder? Oh, kurz an. Vorbeilaufen. Wir müssen das gleiche nochmal machen. Mal auf. Oh. Hoch, 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 hoch. Oh. Ah, ich hab, hat er mich erwischt? Oh, hat mich ein bisschen erwischt. Das klappt so ein bisschen, oder? Hoch, 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 hoch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah, haben die hier erwischt. Sehr gut. Jetzt gleich nochmal. Siehst du! Das war's mit dir, du Kackdämon. So ist schon gesiegt, aber ich muss da oben noch dieses. Irgendwas? Mal, was wir bekommen haben. Heim. Menschlichkeit und Heimketten machen. Hier lag da noch irgendwas. So. Und runter dann wieder. Eieiei, aber guck mal, wie viel Seelen wir auch haben. Eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, also den haben wir gekillt. Können wir da hinten ja reinkommen, ne? Ja. Gut. So schwer war der jetzt nicht. Wenn man es so macht zumindest. Ja. Kann man den runterspringen? Kann man anscheinend nicht. So, wollen wir noch wachsam sein? Man weiß ja nicht, ob hier noch irgendwo...
mal die ganzen Dinger kaputt, damit da irgendwas drin ist. Da ist irgendwann mal Sprengstoff drin. Fliegt man in die Luft und steht, oh, du bist tot, weil du gegen Sprengstoff gehauen hast. Achso, liegt jemand. Ja, da liegt jemand. Große Seele, okay. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, da geht es auf jeden Fall an vielen Wachen vorbei. Kann man hier die Tür öffnen? Jetzt haben wir den zwar gekillt, aber wir brauchten irgendwie noch ein Feuer, oder? Irgendwas, wo wir speichern können. Gibt es sowas nicht? Das sieht auch nicht so nett aus, der Ritter da. Ah, der ist blöd. Na gut. Wir müssen uns wohl da durchkämpfen. Vielleicht können wir die einzeln anlocken. Ich weiß es nicht. Oh! Was war das denn? Das ist ein fetter. Das ist ein fetter Drache. Oh, kann ich jetzt durch? Stimmt nicht, oder? Hm? Hä? Der killt mich doch, wenn ich da jetzt hinlaufe. Scheiße, ich habe nicht mal mehr Leben oder Energie. Ich möchte auch nicht hier sterben irgendwie, aber. Na, jetzt nicht, ist das schon ein zweiter Endkampf jetzt hier? Das gibt's doch gar nicht. Kann man hier irgendwo hin? Geht's auf jeden Fall runter. Ich glaube, ich gehe hier lieber runter. Wie soll man denn einen Drachen besiegen? Der ist bestimmt mega mächtig und so. Können wir runtergehen? Da ist ein Leuchtfeuer. Ah, okay. Ach scheiße, das ist mein Start. Hätte ich mit der Leiter irgendwas machen können da? Die Leiter runterhauen? Bestimmt, ne? Aber das war natürlich blöd. Okay, aber es macht ja nichts. Ah ne, wenn wir jetzt rasten, dann sind ja alle Gegner wieder da. Aber das macht nichts, wir wollen ja eh weiter, also. Ah, das war ja bescheuert. Okay, lass uns mal hier kurz rasten. Mal gleichzeitig auch aufsteigen. Wir brauchen ein bisschen mehr Vitalität. Und ein bisschen mehr Beweglichkeit und ein bisschen mehr Stärke. Bam. So, jetzt sind wir schon mal ordentlich aufgestiegen. Okay, wir müssen uns den ganzen Weg leider wieder hinkämpfen, aber das ist dann so. Oh, hast du mich getroffen? Hallo, Drido. So, wir gehen jetzt mal hier weiter. Oh nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Oh nein. Ah, oh, klar. Wenn man es dann mal schnell versucht, dann. Das war, ist auf jeden Fall eine Abkürzung. Man muss die Leiter wahrscheinlich runterlassen oder irgendwas, weil sonst wird es ja irgendwie alles keinen Sinn ergeben. Aber ich hole jetzt nicht die ganzen Gegner hier ab. Wir gehen jetzt erstmal nur die wichtigsten hier. Zum Beispiel diese hier, dass die mir nicht hinterherlaufen. So wie er. Meint, da müsst ihr jetzt auf einmal springen, sonst springt er nie. Und du, bevor du rauskommst. Genau. Gut, dann gehen wir nochmal hier hoch. So.
So, langsam habe ich ein bisschen den Dreh raus mit dem Kämpfen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Noch eine Brandbombe, super. Mal hoch. Haben wir noch die Leute da unten? Bild. Oh, den hätte ich getroffen, habe ich auch nicht. Und Dax. Auch. Uha, nur gucken, ob wir den oben noch irgendwie. Ja. Ja. Was ist auch egal, jetzt brauchen wir mit dem Taurier nur vorbeirennen. Jetzt rennen wir nochmal dahin und gucken, ob wir die Leiter runterjagen können. Wenn ja, wäre das super, dann können wir nochmal rasten und haben wieder volle Leben und können hochgehen. Wenn nein, dann weiß ich gar nicht, wozu das sein soll. Das ist ja dann keine richtige Abkürzung, sondern einfach nur Scheiß. So, laufen wir schnell rüber. Was trinken wir schnell? Nochmal angegriffen werden oder so, das wäre ja auch kacke. Aber das glaube ich gar nicht. Ach so, die beiden Dinger sind natürlich auch wieder da oben da, die auf mich schießen können. Habe ich dran gedacht. Da ist auch Knuppe. Runter. Huch, hier geht auch runter. Gegner man hier noch nicht, da konnte ich nicht rein. Da geht's zum Drachen. Da geht's zu engsam Ritter. Den Ritter würde ich auch noch mal gerne besiegen. Okay, jetzt sitzt der Ritter. Da sind die Gegner trotzdem da und der Ritter ist da. Also. Der Drache ist. Komm jetzt. Okay, jetzt ist mir getroffen. Ich dich aber auch. Mist. So. Nee, nee, nee. Fein. So, wie wir wissen, kommt er nicht, der Drache. Das heißt, wir gehen erstmal hier. Oder ich weiß nicht, ob er kommt. Wir gehen aber erstmal hier runter. Geht's raus? Hier geht's aber nochmal eine Etage tiefer. Machen wir nochmal. Ich will wissen, ob man hier irgendwas mit der Leiter machen kann. Leiter ausfahren, da siehst du. Gut, dann können wir runter. Was? Kann hauen? Das wusste ich nicht. Das ist ja gut zu wissen. Dann, wenn wir die Leiter runterrutschen können, wäre noch cooler. So. Das ist ziemlich cool. Wir direkt wieder hier hoch. Müssen uns noch nicht um die Gegner unten kümmern. Okay. So. Also ist A und B vertauscht, ne? Das ist etwas, was wirklich sehr nervt. Aber das geht ja nun mal nicht anders. Anscheinend. Kriegen die Programmierer das nicht hin. So. Hier war der Drache. Da gehen wir jetzt nicht hin. Aber wir gehen mal hier raus. Gucken, was hier ist. Guck mal, da ist ein. Oh, guck mal. Kann man hier längs gehen? Dass er mich angreift gleich hier. Nichts. Okay. Man hört auf jeden Fall Schritte, aber ich glaube, das sind die Schritte über mir, ne? Oh, da steht noch einer, guck mal. Da, mit dem Speer.
Und den hauen wir runter. Tschüss. So. Okay, also macht also keinen Sinn, da jetzt längst zu gehen. Hier gibt's auch. Wir können. Ach, wir können da an der Seite längs, ne, oder? Ist das verkehrt? Bin Sims, kann man da längs laufen? Oh nein! Ah! Vergiftet die Sau! War das irgendwie weg? Schneller? Nee. Ich will wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit erleben oder was für dich da? Will ich gar nichts. Okay, fiese, fiese Ekelratten. Bringt mal was. Jetzt rauf. Hängst du hin? Oh, da guck mal, da hat was verloren, die Ratte. Das holen wir noch mit. Da sind wir dabei. Menschlichkeit, okay. Kann mir noch mal jemand erklären, wofür die Menschlichkeit gut ist? Ich weiß es nicht. Also Leute, die es gespielt haben, bitte sagt mir mal Bescheid. Wie man es gut nutzen kann oder wofür es gebraucht wird. Ich weiß es wirklich nicht. Da geht's hoch und hier geht's raus. Bezirk der Untoten. Hört den Drachen immer noch? Hey, du Sau! Mehr Leben haben wir hier. Lassen. Also hier ging es ja auch noch hoch. Ne? Sollen wir mal kurz hochgehen und gucken, was da ist? Kommen wir direkt zum Drachen hin und können hier auf den Kopf springen. Für Schritte. Vorsichtig hier sein. Sonst. Okay, da ist ein großer Ritter. Den greifen wir wahrscheinlich noch nicht an. Warten wir noch ein bisschen mit. Macht mir ein bisschen Angst, der große Ritter da. Da läuft mir Gott sei Dank nicht hinterher. Gehen wir erstmal hier längs. Das sind nur noch fette Tiere hier. Ja, dass ich hier richtig bin, Leute. Oh, da kommt doch schon rüber. Es gibt nur diesen Weg hier geradeaus durch. Finde ich jetzt nicht so schön. Okay. Leute. Müssen. Müssen wir zu den Typen da hoch? Die sehen irgendwie nicht so nett aus. Wir können auch hier rechts rum. Links rum? Wir sehen, wenn ich hier hochgehe. Okay, der bleibt da stehen. Okay, aber sind hier irgendwelche Gegner? Da ist noch so ein Lanzentyp. Das ist scheiße mit dem Feuerpeister. Wir müssen ein bisschen unten bleiben. Okay, das bringt mir gar nichts. Oh.
Oh nein. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Trinken. Was? Okay, noch einmal treffen, dann ist er tot. Köderschädel. Wo kann man den Köderschädel? Ach, kann man hier damit ködern? Ich weiß es nicht. Aber ich muss ja irgendwie da rein. Wie komme ich denn da rein? Es gibt einen Schalter. So. Ein Leben mehr, was ich nutzen kann. Drin. Nicht. Frage. Was machen wir? Okay, er hat auf jeden Fall meine Spur angenommen. Köderschädel. Sonst mal angucken, was man damit machen kann. Blockt bestimmte Arten von Feinden. Wollen wir den vielleicht auf den Kopf springen? Wir wissen es nicht. Den gehen wir das nächste Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.